Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Im letzten Video haben wir ja dieses Teil hier zusammengebaut. Jetzt, es ist schon ein bisschen was weitergegangen. Also man sieht jetzt hier schon mal, dass da ein paar Fieder drin sind. Der Tisch steht jetzt auch endlich hier. Also der Reflow-Ofen steht auf einem Tisch. Ich habe hier auch meine Aktivkohleabsaugung mit dahingestellt, damit man, wenn man lötet, da auch absaugen kann, damit es nicht so elendiglich stinkt im Büro. Ich habe schon ein bisschen probiert, habe auch schon die ersten Platinen bestückt. Wir haben jetzt eine Platine, die wir bestücken müssen, und zwar die DCF 77 Uhr. Die war jetzt aus im Shop und jetzt habe ich die Platine neu bestellt und die sind jetzt alle da, auch die Bauteile sind da. Wir fangen heute mit der Paste an. Im nächsten Video werden wir dann auf die Maschine gehen. Ich erkläre noch ein bisschen was davor, wahrscheinlich über einen Vibrationsfehler, weil nämlich dieser DCF-Chip, dieser ATtiny 45, den wir da verwenden, in der Stange kommt. Bedeutet, wir müssen den Vibrationsfeeder in Betrieb nehmen. Das habe ich noch nicht probiert, das wird noch spannend. Aber heute werden wir einfach mal die Paste auf die Platine auftragen. Ich weiß noch nicht, wie genau das funktioniert und ob das überhaupt gut funktioniert. Ich habe mittlerweile hier alles sortiert, nach Größen und so weiter, damit ich mich auch zurechtfinde. Ich habe hier Lötpaste von der Firma Chip Quick heißt die. Die ist jetzt schon ein bisschen älter und die ist schon ziemlich zäh, muss ich gestehen. Und ich habe zum Glück noch eine Flasche Flussmittel hier. Berufsgenossenschaftstauglich, auch mit dem Totenkopf versehen. Kai Uwe, den man aus dem Discord kennt, hat mir das mal bei einer Messe in Hannover mitgebracht. Vielen Dank dafür nochmal. Da versuche ich heute mal das Ding so ein bisschen aufzurühren, dass es wieder ein bisschen angenehmer wird, flüssiger wird. Da ist Hauptbestandteil Isopropanol, also Alkohol vorwiegend. Die Spachtel war mit bei dem Ding dabei, die habe ich euch, glaube ich, beim Aufbau nicht gezeigt. Die hätte ich fast mit der Styroporverpackung weggeworfen. Und ich habe hier was bestellt, weil wir brauchen es ja passenderweise in einem Rahmen, das Ganze. Ich habe hier bei meinem Platinenhersteller diese DCF-Uhr mit dem passenden Rahmen bestellt, der hier dann eingespannt werden kann. Da habe ich jetzt auch noch absolut gar keine Erfahrung. Das sehen wir alles im Video. Wir fangen aber jetzt erstmal an und rühren die Lötpaste auf. Also das Aufrühren, muss ich sagen, hat jetzt definitiv sehr gut funktioniert. Da kann man jetzt mal gar nichts sagen. Ich habe zum Glück nur sehr wenig verwendet, weil sonst viel mehr hätte ich nicht nehmen dürfen, wie ich jetzt verwendet habe. Jetzt packen wir den Rahmen mal einfach hier rein und schrauben ihn fest. Ich weiß jetzt nicht, wo genau und wie genau, aber wir schrauben ihn einfach mal fest. Einmal links, einmal rechts. Die halten jetzt zum Glück auch diese Scheiben, die da drin sind. Da haben wir ja die Schrauben festgeklebt. Es war eine gute Entscheidung, das zu tun. Somit ist die Schablone schon mal fixiert. Sie ist noch sehr kopflastig, wie man sehen kann. Deswegen stellen wir jetzt das Gewicht hier so ein, dass das Gewicht von der Schablone quasi aufgehoben wird. Und dann kann man sie nach hinten wegklappen und dann bleibt die auch hinten und fällt nicht mehr runter. So die Theorie. Wir werden es in der Praxis sehen. Ein Tick mehr Gewicht gebe ich ihm, weil wir haben dann auch noch Lötpaste drauf. Jetzt müssen wir die Höhe von dem Teil einstellen. Ich bin nämlich hier noch ein gutes Stück davon weg, dass ich hier bündig dran bin. Aber das, glaube ich, ist ein relativ einfaches Unterfangen. Wir drehen quasi hier nur so weit unseren Halter runter, bis die Schablone hier an dem Halter anliegt. Bewegt sich nicht mehr. Dann drehen wir das Ganze jetzt mal richtig fest. Und somit kann hier auch nichts mehr verrutschen. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Und zwar müssen wir jetzt hier das Ganze so einrichten, dass diese Platine hier genau drunter liegt, wo diese Paste sich befindet. Das heißt, die muss irgendwo hier liegen. Und weil irgendwo ja nicht gut genug ist für uns, gibt es hier entsprechende Halter. Ich habe jetzt hier in den Platinen einfach schon mal, weil ich es jetzt weiß, dass ich diesen Rahmen habe und so, habe ich jetzt an der Seite Bohrungen gesetzt. Und ich glaube, gucke ich mal schnell, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es. Also habe ich mir überlegt, dieses Maß nehme ich und natürlich habe ich es vergessen.
Ja, ich habe 1,5 mm Bohrungen gesetzt hier am Rand, dass ich quasi mit diesen Stiften, die hier mitgeliefert sind, exakt hier reinfahren kann. Und diese Stifte kommen hier in diese Halter rein. Und diese Halter sind richtig, richtig raffiniert. Zum Glück ist auch noch ein Imbus dabei. Man hat einmal einen Imbus hier auf der Seite. Mit dem kann man den Stift festmachen, dass er nicht mehr wackeln kann. Und wir haben den Imbus hier auf der Unterseite. Auf der Seite ist ein Zweier, das unten ist ein 2,5er. Und mit dem hier unten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, mit dem hier unten kann man einstellen, wie weit dieser Stift rausgucken soll. Quasi der Tiefenanschlag. Denn wir müssen ja mit der Paste drüber kommen, mit dem Rakel drüber kommen. Also darf dieser Stift natürlich nicht über die Platine hinaus gucken. Das heißt, wir stellen das jetzt so ein, dass er hier gerade so unterhalb der Platine versinkt. Also die Platine hat so in der Regel 1,5 mm. Wenn der Stift so 1, irgendwas rausguckt, sollte das dann klappen. Jetzt testen wir das nochmal. Der Stift ist jetzt, man kann es auch ganz gut erkennen hier, der Stift ist jetzt hier ganz leicht versenkt. Also dieser Stift hier ist ganz leicht versenkt. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe 4 Löcher. Das machen wir jetzt mal einfach für alle 4 Seiten, damit wir da passend alles auch schön fixieren können. Wir müssen uns diese Arbeit natürlich nicht immer antun. Wenn wir jetzt diese Tiefe einmal eingestellt hatten, wir haben immer nur 1,5 mm Platinen und so wie ich nehme immer 1,5er Bohrungen, dann lasse ich diese Stifte jetzt auch drin, muss nichts mehr ändern. Es gibt nur verschiedene Durchmesser, 1, 1,5, 2 und 2,5, falls man halt mal da am Nutzen auf der Seite eine andere Bohrung hat. So, das Ganze wird jetzt hier mit diesen Schrauben, mit diesen Rändelschrauben festgemacht. Und da müssen wir jetzt einfach mal grob gucken, wo wir hin müssen. Ich habe noch keine Ahnung. Ungefähr mittig muss das Ganze rein hier. Das heißt, wir packen diese Stifte einfach schon mal auf die Platine drauf und schrauben das Ganze etwas locker fest. Klappe ich das Ganze mal runter und gucke mal, wo ich ungefähr bin. Ja, wir müssen mindestens ein gutes Stück nach hinten. Ich packe das jetzt nur so hin, dass es ungefähr hinkommt. Ja. So schrauben wir das Ganze jetzt fest. Ich halte die Platine hier gut fest, damit sie sich nicht mehr bewegen kann. Und schraube die Halter einfach einmal richtig schön fest. Somit wäre die Platine hier mit den Stiften schon mal positioniert. Ich zeige es euch jetzt mal von oben. Ich packe jetzt hier die Schablone drauf. Und man sieht, ich bin hier schon sehr, sehr gut mit den ganzen Pads da drin. Die Platine hier, das ist auch nochmal so eine Spezialität, ist ausgeixt, wenn man jetzt so verschiedene Nutzen bestellt, also so mehrfach Nutzen. In dem Fall sind jetzt 15 Platine auf einem drauf. Dann kann es schon mal passieren, dass eine einen E-Test nicht schafft. Und dann wird da so ein X drauf gemalt von denen. Das kann man auch in der Maschine, zeige ich euch dann, auswählen, dass er eben diese einzelne Platine dann nicht bestücken soll, weil da eben irgendein Fehler drauf ist. Wir haben jetzt hier noch ein Problem, die Platine biegt sich hier etwas durch, wie man erkennen kann. Dafür haben sie natürlich auch was gemacht. Dafür haben sie diese Stifte mitgeliefert. Diese Stifte sind genauso hoch wie hier die Kante. Jetzt biegt sich also hier nichts mehr durch soweit. Und wenn sich es doch irgendwo noch durchbiegen sollte, hier auf dem Rand zum Beispiel hier, dann kann man einfach, ich meine, das sind die fressen ja kein Brot, diese Stifte. Da sind so viele Stifte dabei, also ich weiß gar nicht, wie viele Stifte. Also ich kann es eigentlich gar nicht in Zahlen fassen, so viele sind es. Und dann packt mal einfach ein paar drunter, die tun ja nicht weh. Und dann biegt sich hier nichts mehr durch. Weil sonst könnte es natürlich schon passieren, wenn man oben mit der Spachtel drüber spachtelt, dass dann die Platine sich durchbiegt, das Löt, die Lötpaste unten drunter reinfließt und so. Und das gibt dann eine Sauerei. So, wir haben es jetzt hier soweit eingerichtet. Jetzt zeige ich euch mal, wie man diese Feinjustage macht, insofern sie überhaupt nötig ist. Ich kann jetzt hier seitlich an diesem Rädchen drehen und man kann es jetzt hier schon ein wenig erkennen. Jetzt wandert die Platine nach rechts rüber, also weg von da, wo wir eigentlich hinwollen. Also drehen wir dieses Rädchen in die andere Richtung. Wir wollen ja die Platine in diese Richtung rüberschieben.
und nun wandert sie in diese Richtung rüber. Sind jetzt einen Tick zu weit unten, das heißt, wir schieben jetzt hier nochmal mit dem Rädchen nach. In die richtige Richtung auch in dem Fall. Und dann kann man das jetzt hier ganz gut erkennen. Bis hier jetzt passend in das Pad reinwandert. So, und jetzt wird das Ganze passend eingestellt. Man kann es ein bisschen schwer auf der Kamera erkennen, weil das ja alles Silber auf Silber ist, aber an sich, ich kann es mir jetzt hier nochmal genau angucken, das passt. Und wenn es nicht genau passt, dann zieht es das alles hin. Da braucht ihr euch definitiv nicht so viele Gedanken machen über diese ganze Thematik. Da kann man sich zu sehr verkünsteln und das muss nicht sein. So, ich packe jetzt ein bisschen Lötpaste hier drauf, die jetzt echt wieder wunderschön cremig ist. Ich weiß nicht, ob das für die Dauerhaftung und so gut ist oder nicht, aber ich denke mal, dass das jetzt so an sich schon gut funktioniert hat. Die ganze Paste packe ich mir jetzt hier auf die Spachtel schön drauf, streiche die noch ein bisschen, dass ich von der Breite her ungefähr dahin komme, wo ich jetzt meine Pads auch habe. Und nun muss man nichts anderes tun, wie einmal drüber streichen. Kann da auch ruhig genügend Paste drauf lassen noch auf dem Ganzen und am Ende einmal abziehen. Das war es jetzt auch schon. Dann klappt man den Rahmen nach oben und hat die Lötpaste auf den Pads drauf. Das Ganze putztechnisch hier relativ einfach zu handhaben. Das Ganze putze ich dann einfach entweder mit Isopropanol oder mit direkt Leiterplattenreiniger ab. Die Spachtel selber, ich bin da immer so schmerzfrei. Ich packe das, was ich hier habe, direkt wieder in die Dose rein. Vermutlich wird es auch deswegen so sein, dass ich hier das Ganze ein bisschen ausgehärtet habe. So, jetzt spachteln wir noch gleich eine zweite. Die sollte jetzt soweit auch passen. Man muss natürlich aufpassen, wie rum sie reinkört. Wenn man es jetzt 180 Grad verdreht reinlegt, dann hat man ein Problem. Einmal kontrollieren, das passt soweit. Also spachtle ich jetzt die letzte noch, die zweite noch. Danach geht es weiter zur Bestückmaschine. Davor noch zeige ich euch, wie der Vibrationsfeeder funktioniert. Also die nächsten Wochen Videomaterial sind gesichert. Ich hoffe, das Video zum passenden Rahmen hat euch schon mal gefallen. Haut Daumen nach oben rein. Abos habt sowieso reingehaut, damit es nichts verpasst. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.